zusammen, wir haben heute Donnerstag, der 13. Mai, Auffahrt. Ich habe sogar frei, haha. Ich denke, es wird Zeit für eine neue Reaction. Ich wollte aber kurz noch schnell sagen, merci fünfmal für das positive Feedback vom Gabirano-Video. Es hat durchaus mehr Aufrufe gehabt als alle Videos vorher. Darum merci fünfmal für euer Feedback. Ein paar haben es sehr gut gefunden, was ich gesagt habe, andere nicht. Das ist auch in Ordnung, es muss nicht jeder meiner Meinung sein. Auf jeden Fall schauen wir jetzt in etwas ganz anderes rein. Nämlich hat der Adi noch ein Video aufgeladen, und zwar Schweizer TikTok-Grinch. Da schauen wir jetzt rein. Let's go. Ja, grüezi, Fritz. Ja, hoi. Ja, Kukus zusammen. Und das ist der Moment, wo ich auf das Video schon absolut keinen Bock mehr habe. Ja, grüezi. Ja, oh nein, ich glaube, ich habe das Gefühl, das wird nicht gut, dieses Video. Grüezi, ja, hoi. Ja, Kukus zusammen. Und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten TikTok-Video. Nice. Ihr kennt das Prozedere. Ich bin wieder... Warte, seine TikTok-Videos sind immer super, neue TikToker-Talent zu entdecken. Also wenn ich Scout wäre, würde gut kommen. Auf TikTok unterwegs gesehen und habe das ein oder andere Video gesehen, wo ich so ein zweites Mal nicht mehr anschauen. Aber wie immer, bevor das Video losgeht, der Witz vom Tag. FC Basel 1893. Ich kann mir vorstellen, bei so einem Club wie beim FC Basel, jeder Stein umdrehen, das ist relativ viele Steine, die man umdrehen muss. Wie passiert so etwas? Ich glaube, das ganz Wichtige ist, das erste Schritt, den wir gemacht haben, ist etwas, das wenig würde machen. FC Basel, Digga. Die Ferien buchen der. Wen juckt schon Fußball? Real Talk. Ich weiss auch nicht, wie wir dem Club noch helfen. Bevor wir zum ersten TikTok-Clip kommen, zuerst noch. Ab in die Werbung. Das Video wird gesponsert von. Ah, okay, gut. Merci für die Wahl, so lange. Viele Leute fragen sich ja, wieso ist der FC Basel so extrem scheiße? Viele Leute meinen, genau, das liegt an der Führung vom Club. Aber nein, das ist nicht das Problem. Der FC Basel lässt sich mal kurzerhand die FC Basel TikTokerinnen, hallo? Zu entscheiden, nicht Fußball spielen, sondern einfach TikToks zu machen. Im Moment sind wir ganz klar zufrieden. Digga, ich weiss, der Adi ist mega im Fußball-Game drin, aber mich interessiert es so null, Digga. Und an dieser Stelle muss ich einfach nochmal sagen, Leute, die TikTok machen, das sind einfach Spasten. Seitdem kennt man so die breite Masse. Der FC Basel hat halt seine Brille. Digga. Seitdem. Wie sieht der hier aus? Oh mein Gott, Game TV, Star TV, okay. Kennt man so die breite Masse? Der FC Basel hat halt seine Prioritäten ein bisschen verschoben, ist aber gar nicht so schlimm, weil die Konkurrenten machen das zum Glück nicht. Da, Digga, was ist das? Nee, verstehe ich. Ach du heilige Scheiße. Ja gut, man muss ja sagen, das ist GC gewesen. Ich meine, am meisten wie die Young Boys würde das nie machen. Nee. Hey Soldier Boy, can I get a drink? Mann! Trage doch eure scheiß Maske über die Nase. Wieso ist das so schwierig? Ich meine, sie da hinten, Maske unter dem Kini, perfekt, Digga. Sie, Maske unter der Nase, perfekt. Sie, Maske unter dem Mund. Young Boys, da muss ich los, Digga. Hey Soldier Boy, can I get a drink? Ach du heilige Scheiße. Ich wasche ab, habe eine nasse Küche. Und das ist der Moment, wo ich muss sagen, 5 plus 5 geht immer 10. Immer 10. 5 und 5 ist immer 10. Oh mein Gott. Wenn man schon vom Teufel redet. Digga, die ist echt zu viel. Wenn es etwas gibt, was mich so dermassen nervt. Hey, der Dialekt. Wenn es etwas gibt, was mich so dermassen nervt. Ist es Leute mit Problemen. Weil weisst du was? Es gibt kein Problem. Das Wort Problem gibt es gar nicht. Digga. Sagen alle Problem gelöst. Wie soll man das nicht schon früher sagen können? Das heisst, wenn du merkst, oh, so funktioniert es nicht. Dann denkst du einfach, ah, wie funktioniert es denn anders? Sie will mal. Digga, wenn du irgendwelche schwere Depressionen hast, überlegst du einfach, also funktioniert es ja gar nicht. Wie funktioniert es denn anders? Perfekt, ich erzähle, dass es kein Problem gibt, aber auf der anderen Seite gibt es den FC Basel 1893. Hör auf, Problem über andere übertragen. Weisheiten mit TikTok. Problem gibt's nicht. Will. Problem gibt's nicht. Meine Probleme sind auch eure Probleme und somit herzlich willkommen zu Laras Problem. Jetzt. Laras Problem? Oh nein, ist es Problem? Ich will mit Laras von Problem erzählen, aber die andere hat gesagt, es gibt gar kein Problem. Digga, ich check's nicht mehr. Es gibt kein Problem. Aber Larus, wir hören deine Probleme gerne zu. Ich finde das Septum da unten hure nice, so würde ich es eigentlich da unten lassen. Und das da. Digga, die Probleme muss ich haben. Das Septum hier. Nimm es einfach raus, Scheiße. Da würde ich gerne da unten tun. Aber dann ist das Problem, dass da ein Ring ist und da ein offenes Ring. Also das sind wirklich Peak. Erste Weltproblem. Ja, und ich glaube, das sieht nicht so nice aus. Wo ist jetzt das Problem? Rechte Würze, noch rechte Hammer in der Hose, da,
rechten Huren Hammer in den Hosen. Hammer, Bücher, du! Das Video ist ja der Hammer. Mini Fab und Dini, das gibt zusammen zwei. Ich weiss, ich mache manchmal Schwitzen über dich, aber... When I see your face... Mara, jetzt zum Sängerin werden, oder? When I see TikToks... Dann muss ich immer kotzen, dich. Ich hasse dich, SBB. Es gibt nicht mal Alternativen zu der SBB. Jetzt hat sie vorhin gerade gesagt, dass es ein Problem gibt. Oh. Und jetzt sagt sie, dass die SBB das Problem ist. Es gibt kein Problem. Haben das Ticket noch teurer machen? Aber abgesehen davon, dass sie die SBB teuer findet, Digga, wer reist mit dem Zug, Digga? Hä? Ich immer gerne besser leben. Ich reise mit dem Helikopter, what the fuck? Achtung, ja, Helikopter! Klasse. Es gibt wirklich so, irgendwie so, es gibt so eine Generation auf TikTok, die ist schon ein bisschen älter, aber ich weiß nicht, was mit denen, passiert. Das ist ein Moment. Für die Cringe-Brühe. Für die Cringe-Brühe, ey, Moment. Cringe-Brühe, hier, freut mich. Let's go. Cringe-Brühe. Obwohl, man muss sagen, die Frisur sieht immer noch besser aus als meine. Meine Haare sind auf Null. Hallo zusammen, ich bin's, DJ Bobo. DJ Bobo. Lasst uns gemeinsam singen. Was machen Künstler, wenn sie absolut nicht mehr relevant sind? Genau, sie gehen auf TikTok. Fuck, ich bin auf TikTok. Something the world needs superheroes. Someone to live like famous stars. Kann ich das? Und der Typ hat Millionen gemacht. Irgendwie noch verhindern, dass du Musiklehrer wirst. Und ja. Unser Staatsheld Nummer 1, der DJ Bobo, ist nicht einmal der Einzige, der TikTok für sich neu entdeckt hat. Divertimento, ich habe euch einen kleinen Tipp. Bro. Lass es einfach sein, Digga. Du hast ein Lachen wie mein Stoni. Nein, dreht genau. Sag, wo du bist, da gibt's keine Tränen mehr. Es gibt nichts, wo ich nicht mehr für dich. Du bist gut für mich. It is! What? Wer kommt die erste Single, Bruder? It is! No Cap, Eidgenosse 1291, einfach der legendärste TikTok-Kanal. Ja. Yeah. Einfach der legendärste TikTok-Kanal, was in der Schweiz gibt. No Cap. Sheesh. Salut zusammen, da ist wieder eure Edi total brutal. Brr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 r